wie die Gelder an Korrektiv quasi, wohin die weiterfließen, dass man das jetzt überprüft. Neuer Skandal um Korrektiv. Diesmal geht es nicht um eine Recherche, die Sie betrieben haben. Diesmal geht es um Geldschiebereien, die Sie zwischen Ihren verschiedenen Firmen hier organisiert haben. Das Ganze ist so spektakulär, dass der Regierungssprecher von Herrn Scholz, Steffen Hebestreit, erstmal angekündigt hat, er wird diesen Sachverhalt sich genauer anschauen und prüfen. Jetzt drehen Sie Korrektiv quasi auf links. Wobei viele sagen würden, auf rechts, denn links sind sie schon gewesen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal. Nius hat es hier angesprochen auf der Bundespressekonferenz mit dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Es geht um Korrektiv, die ihr alle noch kennt von dieser angeblichen investigativen Recherche zu dem Treffen am Lenitzsee, was viele nur kennen unter der Wannsee-Konferenz 2.0. Korrektiv ist nicht nur eine Firma, sondern Korrektiv besteht aus mehreren Firmen. Es gibt diese Gesellschaft, die diese Arbeiten tut, diese investigativen Recherchen, wie sie das immer nennen, und die ist gemeinnützig, ja? Das machen sie in einer gemeinnützigen Organisation, in der sie dann, so wie ich das gelesen habe, auch Journalisten ausbilden auf Gemeinnützigkeit und dann haben sie noch eine gewerbliche Tochter für das ganze Verlagswesen außenrum. Also ihre Spurensuche machen sie über die gemeinnützige GmbH. Da sind fast über 1 Million Bilanzsumme drin. 52 Mitarbeiter sind da angeblich beschäftigt gewesen im Schnitt. Im Jahr 2021 war das der Geschäftsbericht, den ich gelesen habe. Und jetzt gibt es da diese Tochter, die Korrektiv UG, eine UG, die keine Mindeststammeinlage hat, also nur mindestens 1 Euro. Und darüber läuft dieses ganze Verlagsgeschäft, auch dieses Geschäft, wo sie hier die ganzen Klatschen kassiert haben vor Gericht, was alles dann Falschbehauptungen waren. Soweit so nichts Ungewöhnliches. Doch jetzt schaut mal, was dann in der Bundespressekonferenz hier ans Tageslicht gekommen ist. Zara Höffner von News.de, ich hatte eine Frage bitte zu Steuergeldern. Die Bundesregierung unterstützt die sogenannte Recherchegruppe Korrektiv mit Millionen an Steuergeldern. Und die Gruppe, laut Michael Hanfeld im Juli in der FAZ, Zitat, zuletzt mit ihrer theatralisch aufgemotzten Berichterstattung über das Geheimtreffen in Potsdam aufgefallen ist. Korrektiv hat von diesen Spendengeldern einen sechsstelligen Betrag an die gewerbliche Tochter Gesellschaft ausgeliehen. Und jetzt geht aus dem letzten veröffentlichten Jahresabschluss im Bundesanzeiger hervor zweierlei Dinge. Erstens, die Darlehen wurden der gewerblichen Tochtergesellschaft vom Korrektiv, von der gemeinnützigen Gesellschaft ohne jede Sicherheit zur Verfügung gestellt. Und zweitens, wörtlich bestehe bei der Korrektivtochter eine bilanzielle Überschuldung. Und deswegen, Herr Hebestreit, welche Konsequenzen wird die Bundesregierung aus diesen Tatsachen ziehen? Mir ist dieser Fall jetzt in Detailreiche überhaupt nicht bekannt. Das müsste ich erstmal klären lassen und dann kann ich dazu Auskunft geben. Ich kann darüber nicht spekulieren an dieser Stelle. Okay, also würden Sie sagen, dass man jetzt diesen auf den Grund geht, wie die Gelder an Korrektiv quasi, wohin die weiterfließen, dass man das jetzt überprüft? Da geht Ich es ja auch würde um sagen, Steuergelder. nein, ich würde sagen, dass ich mir erstmal all Ihre Behauptungen gar nicht zu eigen mache. Okay. Auch nicht die Behauptungen, die Sie zitiert haben. Das ist Meinungsfreiheit, man darf alles behaupten, aber man ist immer gut als Regierungssprecher beraten, das zu überprüfen. Und dann mache ich mich schlau und dann kann ich Ihnen sagen, ob ich dazu Ihnen etwas sagen kann oder nicht. Ich würde Okay. jetzt aus meinen Worten nicht das schließen wollen, was Sie daraus gerade versucht haben zu schließen. Okay, vielen Dank. Habt ihr das gesehen? Er war völlig überfordert, völlig über den Haufen gefahren, aber es gibt hier ganz, ganz krasse Verdachtsmomente, die im Raum stehen. Wenn eine gemeinnützige GmbH Steuergelder einkassiert und dann ihr bilanzielles Vermögen an eine ihrer Tochtergesellschaften ausleiht, soweit so nicht ungewöhnlich, das Ganze dann allerdings ohne Sicherheiten, ja, ein sechsstelliger Betrag. Wir haben jetzt hier den Jahresabschluss des Jahres 2021 dieser gemeinnützigen GmbH. Und da gibt es Verbindlichkeiten von 353.000 Euro,
mit der Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Und dann steht in der Erläuterung eben dieser Bilanz, dass die Ausleihungen an verbundene Unternehmen aus Darlehen an die Korrektiv UG bestehen. Und dann der beste Satz, es wurde auf Sicherheiten gänzlich verzichtet. Hier steht, Sicherheiten wurden nicht vereinbart. Und da muss man sich mal vorstellen, die verleihen 353.000 Euro ihres eigenen Steuergeldes, also ihres eigenen Geldes, was sie aus Steuern bekommen haben, allerdings ohne Sicherheit. Und wenn die UG pleite geht mit ihrem bisschen Stammkapital, was sie hat, dann ist das Geld einfach abgeraucht, aber die gemeinnützige GmbH, die hat es vorher vom Steuerzahler einkassiert. Alleine die Tatsache, dass die UG bilanziell überschuldet ist, hier kommen wir dann in den Verdachtsmoment der Insolvenzverschleppung und so weiter und so fort. Wenn jetzt vor allem die Bundesregierung hingeht und dann korrektiv schüttelt, dann wollen wir mal sehen, was auf einmal da alles herausfällt. Denn so vieles können sie gar nicht mehr unter den Teppich kehren, denn das sind Dinge, die sind hier öffentlich einsehbar. Diese Korrektiv-UG ist nämlich eine 100%ige Tochter dieser Korrektiv-Recherchen für die Gesellschaft gemeinnützige GmbH, wie sie hier die Oberorganisation nennen. Und weil das Ganze hier öffentlich ist, ihr wollt wissen, wer denn eigentlich Gesellschafter dieser Firma ist. Nun, ganz einfach, Lukas Beckmann aus Berlin. Dagmar Hofestedt ist die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung aus Berlin. Dr. Christian Humborg aus Berlin. Simon Erik Kretschmer aus Berlin. Stefan Krücken-Appel. Und David Schraven aus Bottrop. Alles öffentlich einsehbare Informationen. Und Geschäftsführergehälter werden hier keine gezahlt. Sie machen das wirklich unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit und schieben dann über verschiedene Organisationen sich so alles zu. Ich vermute auch, dass diese Korrektiv-UG so viele Gerichts- und Prozesskosten jetzt hat bezahlen müssen, dass dieses Minus hier noch weit größer wird. Wie gesagt, das ist das Minus aus dem Jahr 2021. Da wird es noch viel, viel mehr geben. Und bei Geschäftsführern gibt es auch teilweise persönliche Haftung. Je nachdem, wenn man zu weit in die Scheiße gegriffen hat sozusagen, dann muss man hier teilweise dann auch persönlich für gewisse Dinge haften. Auf jeden Fall wird es jetzt mal wieder spannend. Gar keine Recherche von diesem Verein, von dieser gemeinnützigen GmbH, wenn ich das schon höre, das ist ein Treppenwitz. Das ist ein richtiger Treppenwitz. Das hat überhaupt nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun. Aber die Bundesregierung, sie schaut sich noch nicht mal die Geschäftsberichte der Firmen an, mit denen sie hier Geschäfte machen. Und es gibt viele Firmen, die veröffentlichen noch nicht mal Geschäftsberichte. Und da wette ich auch, dass das Ministerium nicht jeder Firma hier ein Bußgeld ausgestellt hat. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das hier, die nächste Klatsche für Korrektiv? Inzwischen ist ja rumgeschickt worden von der Nachrichtenagentur DTS, dass ihre ganzen Kunden die Pressemitteilung von damals mit den Aussagen von Korrektiv bitte löschen sollen überall im Internet. Es gibt nämlich einstweilige Verfügungen, die mit Zwangsgeld hier geahndet werden. Und es ist nicht nur damit getan, dass man diese Behauptung nicht mehr aufstellt und diese ursprüngliche Meldung vom Netz nimmt. Jeder, der es abgeschrieben hat, wird jetzt dazu aufgefordert, die Falschmeldung aus dem Netz zu löschen. Da sehen Sie, was Sie für einen Salat angerichtet haben, nur weil Sie auf Korrektiv vertraut haben. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. Und damit ciao, bis bald.